Leute und willkommen zu Mario Kart Deluxe Online. Heute wieder zocken mit der Bande und heute mit dem Sprachtalk sind noch ein paar andere Leute. Nämlich ist heute wieder dabei Adriano, neu dabei ist Thomas und Zalo. Dann sind noch Linkolos und JP dabei. Moin, was geht? Moin. Servus, meine Freunde, was geht? Ich bin wieder am Start. Ach du Scheiße. Hey, ja doch. Jetzt verlinke ich dich nicht mehr. Ja, wir spielen heute gespiegelt, aber auch dann zum 150 CCM und warum habe ich eigentlich die Standard-Items, weil das jemand sagen? Also Junge, no. Du ach nee. Wirklich, ich glaube, Thomas wird die ganze Folge wieder die ganze Zeit nur reden, wenn ich rede. Ich wette es. Zahlo schon wieder. Zahlo ist zum ich glaube, wir sind zum ersten Mal die Deutschen in der Überzahl. Sonst sind mal die Österreicher in der Überzahl. Also nicht, wenn wir Zock mit der Bande machen, aber sonst auf meinem Server. So Leute, erste Strecke Baby Park. Nicht so mein Favorit. Ja, du fangen endlich mit der Startablandung, Junge. Bestimmt hast du Tobis ausgewählt. Wir spielen wie immer ohne Bots. Also werden wir mal schauen. Letztes Mal bin ich ja Dritter geworden. Und JP, glaube ich, Erster. Ich glaube, beiden Aufnahmen. Da hat man wieder gecheatet. Was? Wer fährt denn bitte hier mit A? Ich manchmal. Was? Hey, ich könnte niemals mit A fahren. Mit A? Ich hab, oh Junge. Ich hab noch nie gewusst, dass man mit Y fahren kann. Ass mich. Oh mein Gott, Alter, JP liegt einfach noch so an den Kacke hin. Oh, fast reingefahren, aber der, ich wohne noch in die Zweiter, glaube ich, oder? Oder doch, ich habe einmal JP's Streak zerstört. Ja, am Ende bist du der Erste. Wie knapp bist du vor mir gewesen, Adri? Auf die Niederlage muss ich erstmal meinen Kakao trinken. Oh. Junge, Gar nicht mal, weil ich gar nicht weiß, wie ich die verdammte Tasse nehmen soll, ohne alles zu verschütten, Junge. Hä? Ja. Hast du keinen Griff oder was? Trinkst du Kakao aus dem Becher oder was? Ja, doch, Mann. Was? Was? Wer trinkt denn Kakao aus seinem Becher? Junge. Ich gerade und bring mich gerade nicht zum Lachen, sonst verschütte ich alles. Haha. Aha. Mario Kart. So. Nächste Piste. Gut gemacht, Ben. Dankeschön. Ach, Thomas hat auch einen Fehlstart, da bin ich nicht der Einzige, der schlecht gefahren ist. Gut, Probibs hat immer einen Fehlstart. Ich glaube auch. Ach, scheiße, da gibt's ja eine Abkürzung, ne? Davon kommen. Nee! Hast du nicht gerade an der Autobahn. Nein, Ben! Hä? Wie hast du denn das so überlebt? Also Adriano, wirklich, du kannst diesen Skill-Move, dass wenn du abgetroffen wirst, trotzdem weiterfahren kannst. Ich verstehe nicht, wie er das alle macht. Übrigens wurde ich jetzt schon wieder rausgekickt, weil ich zu langsam war. Ach Mann. Junge. Ah, muss man das so sagen, dass man es nicht Entei, sondern Junge, Zalo, du kleines... Gör. Ey, der spielt auf dem Toaster. Aber ich hab jetzt keinen Bock, mich vor den TV zu setzen. Hey, du kannst doch auch mit dem Controller am Handheld spielen. Ja, Junge, nee, das kann ich nicht, weil da muss ich die Switch auf mich draufstellen. Auf dich draufstellen? Auf dich draufstellen? Junge, du kannst doch... Machst du denn bitte mit deiner Switch? Ah, ich bin gegen den Berg gefahren und bin runtergefallen. Wirklich, ich bin so... In den Filmen wäre das richtig brutal dargestellt worden, dass ich meinen Körper zerplatzt... Nee. Das war was anderes. Ich bin nochmal runtergefallen wie ein Stück Scheiße, Junge. Gleich werde ich sogar noch von Tobis überholt. Junge, ich schaue nach hinten, Tobis fällt runter an der scheiß geraden Kurve. Warte, gerade Kurve? Ups. Ich habe einfach gesagt, gerade Kurve. In der geraden Kurve. In der geraden Kurve, Junge. Ey, ich werde schon wieder Fünfter. Nein! Es ist so eine Scheiße. Ich werde schon wieder Fünfter, Mann. Wie so ein... Ja, Tobibs, also ich glaube, du wirst sogar rausgekickt, weil du keinen Zentimeter vorankommst. Weil du die ganze Zeit runterfliegst. Also es ist ja schon eine Heldentat, dass du das letzte Rennen mindestens beenden konntest. Digga, er ist so langsam, dass er im Loop runterfällt. Junge. Es kann nicht sein, Mann! Junge. Boah, Junge, wenn ich jetzt X-Edition nicht überhole, dann... Was war das für ein peinlicher Tod, Junge? Also wenn du das zu mir sagst, Digga. Junge, ich schick dir meine Aufnahme, bevor sie hochgeladen wird. Danach kannst du mal gucken, wie du fährst, Junge. Du fährst wie ein Schwerbehinderter mit Alkoholismus, ey. Junge, wirklich. Als würdest du nur ein Bein zum Fahren benutzen. Und deine fucking Nase zum Lenken. Wie macht er das zusammen mit der Kupplung? Keine Ahnung, der hat keine, Mann.
Er fährt nur 10 km/h, der darf nicht zu schnell fahren, sonst wird er von seinem fucking Schwann, den er nicht hat, angehalten. Schwann, Junge. Schwann. Das liegt dann, weil der am Anfang zu viel Power mobilisiert. Der hat einfach zu viel Power. Der D25. Digga, kann der noch Flammen schießen? Oh. Digga. Und wenn du die Drehmomentaufladung zu hoch einstellst, kriegt die Kiste am Anfang nur Wheelspin. Okay, du kannst dich dir. Du kannst. Hallo, Junge! Du kannst dich nach dieser Aufnahme dein Opel Corsa wünschen, aber jetzt nicht. Ey, ich bin nur zwei. Nein, Tüte. Was? Ja, genau, wie kann es sein, Alter. Fahr. Ben? Ja? Erkläre mir bitte eins, Ben. Wie kann es sein, dass du ohne Superstern schneller bist, als ich mit Superstern? Ja, ich fahr ein bisschen besser als du. Wie kann das sein? Ja. Das kann aber physikalisch nicht möglich sein. Mit Superstern ist man schneller als mit... Wir waren schon fertig. Ich verstehe nicht, also, wie kannst du schneller sein? Ich bin noch vor Zahn und... Woo! Und noch vor Adri. Woo! Alter, war das. Du bist auf dem dritten Platz, leck mich am Arsch, ist klar. Ich auch. Ich auch. Leck mich am Arsch. Jeder ist Dritter geworden. Mann, warum ist der Adriano und der Beste? Junge, das Spiel ist so rassistisch. Oh mein Gott. Das Spiel ist so rassistisch. Von 3 Plätzen wird der Ausländer Letzter. Ja, liebe Freunde, das war's aber schon mit Mario Kart 8 Deluxe. Es ging ein bisschen schnell, ich weiß. Wir sehen uns dann am nächsten Sonntag wieder. Aber bis dahin, haut rein und Tschüsseldorf. Guckt bei JPay weiter. Und abonniert ihn natürlich. Und natürlich auch die anderen Leute hier auf Instagram oder auf YouTube. Mal gucken, ne? Ciao.